Liebe von hier ist euer Steinbein. Zurück im ganz hohen Norden. Wir sind im Krieg gegen Orkneyer und gegen Dublin. Aber jetzt ist erstmal hier die Armee hier oben dran. Der Gegner landet hier, um Thorsa zu verteidigen. Wir werden vermutlich dort ihn nicht vorher erreichen. Das ist aber nicht schlimm, weil Thorsa ist nicht befestigt. Und so gefällt uns das viel lieber, hier eine offene Feldschlacht zu machen. Was ich das letzte Mal irgendwie nicht richtig gesehen hatte, ich hatte nämlich schon die nächsthöhere Stufe bei den Bogenschützen ausgebildet. Ich hatte mich verwirren lassen durch den Begriff ausgebildete Plänkler. Aber wir können schon die Herbahnbogeninfanterie entwickeln. Aber das ist auch nicht so schlimm, wenn wir hier weiter forschen in dem Bereich. Das verbessert dann unsere Bogeninfanterie. Deswegen, ich habe hier schon mal angefangen, deswegen sollten wir auch uns hier diese Verbesserung leisten und entsprechend upgraden und das Geld dafür ausgeben. Das ist es mit Sicherheit wert und dann ziehen wir mal hier in diese Richtung und müssen wir da ziemlich großen Schlenker machen. Was aber kein Problem ist. Ich bin mal gespannt, wo die dann langziehen. Ich glaube nicht, dass sie hier durch diesen Wald ziehen können. Ob die da wirklich an Land gehen, ob die Thorsa verteidigen, wir werden es erleben. So, hier haben wir immer noch minus 7, klar. Das ist aber kein Ding. Ansonsten haben wir alles gemacht. Geld ist nicht auszugeben. Ja, hier bin ich noch ein bisschen überlegen, ob ich nicht vielleicht die Belagerung auch durchziehe. 6 Runden ist ja auch nicht die Welt. Wir haben keine Verluste hier. Das würden wir auch 6 Runden lang problemlos durchhalten von der Versorgung. Mal gucken. Okay, sie kommen uns entgegen. Und sie kämpfen tatsächlich. Und wow, das habe ich mir irgendwie ein bisschen anders vorgestellt. Ich hätte nicht erwartet, dass die so gut sind. Die haben ja echt unfassbar erfahrene Einheiten. Puh, okay. 1084 gegen 1545. Na gut. Wow. Also er meinte, der Gegner ist überlegen. Was hat er denn hier für Einheiten? Speerhirtmänner? Ich kann mir jetzt, glaube ich, nicht genau angucken, was das ist im Einzelnen, glaube ich, oder? Ostmänner Kriegsbande, Ostmänner Axtkämpfer, Ostmänner Kämpfer, Bogenschützen, Hermann Speerträger. Ich würde gerne mir mal Statistiken angucken. Naja, okay, wir müssen kämpfen. Was soll's? Das ist jetzt ein großer, wichtiger Kampf. Der wird den Krieg hier im Norden entscheiden. Entweder wir schaffen es, oder dann sollte es relativ schnell gehen, oder das wird eine ganz lange und zähe Kiste. So, jetzt kann ich mir, glaube ich, aber mal die Einheitenstatistiken... Ich kenne die Gegnereinheiten nicht. Okay, wir haben hier eine Elite-Speerinfanterie. Verdammt. Okay, aber das ist nur eine. 3 normale Speerinfanteristen. Gut. Auf die Elite müssen wir aufpassen. So, wir haben Gefolge-Axtinfanterie und Herbern-Axtinfanterie. Dreimal Herbern, zweimal Gefolge. Mhm. Okay. Die haben sogar ganz gute Schilde. Anders als unsere Achsinfanterie. Zweimal Bogenschützen bekannt. Zweimal Plänkler. Die können auch ordentlich Schaden machen. Da wäre es ganz gut, wenn wir die vorher mit unseren Bogenschützen ausschalten. Und Plänkler-Kavallerie, auf die ist auch zu achten. Was haben wir an Kavallerie? Wir haben eine Nahkampf-Kavallerie. Vielleicht können wir die Plänkler-Kavallerie damit in Schach halten. Müssen wir mal gucken. Okay, wir haben hier die Armbrustschützen. Wir haben eine sehr gute Infanterie, eine sehr gute Bogenschützen jetzt. Gut. Also ich gucke mal so genau an, weil ich keine Erinnerung mehr richtig hatte. Wir haben einmal hier unsere Elite-Schwertinfanterie. Gut, alles klar. Ja, dann geht's los. Ne? Dann wollen wir mal gucken. So, hier ist sogar ein bisschen Wald mal. Ich will mal eine Sache machen, nämlich ich habe gesehen, das war mir vorher noch nicht so ganz klar, die Armbrustschützen haben eine schöne Möglichkeit, nämlich Scharfschütze. Das heißt, sie bleiben beim Schießen verborgen. Dann macht das Verbergen
erstmals Sinn. Da müssen wir mal gucken, ob wir die irgendwie vielleicht entsprechend sinnvoll einsetzen können. Ebenso die Plänkler, da gilt dasselbe. Das heißt, die kann man verstecken und die bleiben versteckt. Deswegen werde ich die mal einfach mal links und rechts hier einsetzen. Vielleicht kriegen wir die sinnvoll in die Wälder gebracht. Ist jetzt mal ein Experiment. So, die Nahkampfkavallerie. Wo stellen wir die hin? Die bleibt, glaube ich, da rechts. Das ist okay. Auf euren Befehl. Der König, den würde ich eigentlich gerne hinten haben, damit er die Moral so ein bisschen hochhalten kann. So, dann stellen wir mal in die Mitte zwei Speerkämpfer. Okay. Dann, ja, es ist nicht so ganz optimal. Dann nehmen wir mal... Für den Krieg gerüstet! Also ich hätte lieber mehr Speerkämpfer, merke ich. Axtkämpfer! So von der Zusammenstellung... Ah, hier ist der blöde Wald im Weg, oder was ist das? Ja, okay. Dann müssen wir es so machen. Und... Bogenschützen! Ne, die Bogenschützen natürlich nicht. Die gruppieren wir auch erstmal. Und bringen sie hier hin. Oder vielleicht zuerst doch nach vorne. Dann müssen wir sie, wie immer, zurückziehen. Okay, und was haben wir jetzt noch? Wir haben einmal die... Speerkämpfer! Genau, die sollen hier so ein bisschen die Flanke sichern. Befehligt uns! Und das sind die Elite. Die könnten eigentlich... Die sollten irgendwie auch von der Flanke aus reingehen. Ja, diese Kateranen, die sind eigentlich luschig. Für den Krieg gerüstet! Ne, warte mal. Das war schon so Absicht. Auf euren Befehl! Ah, dieser Baum, der nervt da jetzt gerade mega. Okay. Für den Krieg. Gut. Die sind dazu da, nachher die Zange Vorsicht, zuzumachen. Feinde. Okay. Plan steht. Gefecht starten. Ist ja, das muss ich auch immer mal ausschalten. So, was macht der Gegner hier? Der Gegner läuft auf uns zu. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Ich mache mal auf langsam und gebe jetzt mal ein paar Befehle. Also wir nehmen jetzt mal... Wo haben wir die experimentmäßig hingestellt? Hier die Plänkler. Die packen wir jetzt mal in den Wald. So. Dann kommst du jetzt und reitest mal hier rum. Und die Armbrustschützen... Bringen wir auch mal hier in den Wald. Okay. So. Die Axtkämpfer stellen sie jetzt einfach vor diesem blöden Baum. Oh Gott, dieser Baum ist ja nervig ohne Ende. Okay. Schaut mal, die müssen da so einen absurden Weg leisten, um dorthin zu kommen. Okay, die schwarzen Klingen. Gut. Der Gegner steht da sehr kompakt. Gucken wir uns das nochmal an. Das macht er da mit seiner Kavallerie. So ein bisschen unklar. Was hat er hier vorne jetzt? Die Bogeninfanterie, die Plänkler. Für mich sind die Plänkler die gefährlicheren. Deswegen sollten wir mal so ein bisschen Fokusfeuer machen. Auf die Plänkler. Wenn die nah rankommen, dann tut's richtig weh. So, was haben wir mit der Bogeninfanterie? Haben wir da Feuer, Plänkelmodus ein? Ja, weiß nicht, ob wir das manuell machen, müssen wir mal gucken. Obacht, Geschosse! Wir sind zu nah an ihren Geschossen. Ach du Schreck, ich hatte die Armbrustkämpfer. Na obwohl, die sind ja, das ist natürlich jetzt hochgefährlich, ne? Die werden natürlich dort entdeckt, ne? Die sind ja nicht mehr versteckt jetzt. Ach Gott. Die haben wir ganz ungeschützt da vorgehen lassen. Unfassbar. Wie verantwortungslos von uns. So, aber die stehen ja ganz gut. Unsere Kavallerie, was macht die hier? Die kommt jetzt hier auch zur Seite rein. Kann ihr vielleicht auch ein bisschen Ärger machen. So. Speerkämpfer ziehen wir hier auch mal hin. Okay. Er hat irgendwie seine Front verschoben, was mir nicht so ganz gut gefällt. Geschossen! Oh,
Also im Zweifel habe ich die besseren Fernkämpfer. Sie fliehen vor unserer Macht. Ja, die ersten fliehen auch schon. Da kann er von mir aus das Spielchen hier betreiben, was er da macht. Das kann uns nicht recht sein. Wir bringen jetzt doch mal unser Arbeitsschützen hier voran. So. Mit der Kavallerie will ich mich noch nicht bewegen. Wen feuert die jetzt eigentlich? Das ist okay. Die Kavallerie bewegt sich weg. Was haben wir hier? Die Speermänner. Plünderer. Ah, die trauen sich nicht. So, wir feuern hier aus dem Wald. Glaube ich zumindest. Unter Beschuss, ja. So, jetzt kommen da die Plänkler längst durch. Ne, das sind die Bogenschützen. Bogenschützen! Tod von oben! Alle abfeuern! So, noch sieht's gar nicht schlecht aus mit den Bogenschützen. Munition ist auch noch da. Okay. So, die Plänkler-Kavallerie hat die uns jetzt entdeckt. Lässt sich auf jeden Fall ganz gut zusammenschießen hier von den Armbrustschützen. Nee, die Speer, die haben, glaube ich, Schilde, ne? Da ist das nicht so gut. So, jetzt gehen sie vor. Also, ich werde hier alle Pfeile verschießen, die ich habe. Solange ihr nichts macht. Oh, verdammt. Wartet mal, jetzt wird es ein bisschen ernst. Jetzt müssen wir was tun. Ich mache sogar mal Pause. Jetzt müssen wir agieren. Also, von den Plünderern ist ja nichts mehr übrig. Die Armbrustschützen haben das genial gemacht. So, Axtinfanterie, Speerinfanterie. Ich würde mal sagen, jetzt gehen wir einfach mal hier vor, auch mit den schwarzen Klingen und ziehen hier zu. So, wo haben wir... Warte mal, wir hatten doch hier auch noch Plänkler, ne? Aber die sind nicht verborgen, oder? Die sind selbst unter Beschuss. Na, dann sollen sie jetzt vorlaufen, das finde ich okay. Und von der Seite die Speerinfanterie attackieren. Ja, damit kann ich leben. So, die Kavallerie, die wird jetzt angegriffen und die wird sich jetzt hier dem Ganzen entziehen und hier hinten reinreiten. Mal gucken, ob das gelingt. Wir müssen jetzt bloß höllisch auf die Bogenschützen aufpassen, dass sie sich in einem geeigneten Moment dann zurückziehen, beziehungsweise unsere Leute nach vorne stürmen. Das ist der Punkt. Beziehungsweise die Axtkämpfer oder so. Okay, mehr will ich erstmal nicht machen. Ja, wann ist der Moment gekommen? Ich glaube jetzt. Jetzt sollten die Bogenschützen sich zurückziehen. Und zwar auf diese Linie. Und ihr geht einfach einen Tick nach vorne. Ganz cool. Und fangt den Ansturm ab. Während ihr... Halt, was mache ich hier? Ne, macht das mal bitte anders. So vorgeht. Und ihr jetzt so vorgeht. Da können wir von der Seite dann reinstürmen. Hier haben wir auch noch Speerkämpfer. So, okay. Gut. Der König. Oder es ist, ich sage mal, der König zum Anführer. Kennt ihr schon. Der macht erstmal noch nichts. So, dann wollen wir mal sehen. Wie das Manöver jetzt funktioniert. Okay, soweit so gut. Unsere Kavallerie ist da auch schön in Stellung gegangen. Und hier kommt es jetzt zur ersten Auseinandersetzung. Gut ist, dass unsere Armbrustschützen nach wie vor feuern können. Das ist jetzt die andere Kavallerie, die anderen Plänkler. Vielleicht gehen sie einfach mal ein bisschen nach vorne und machen erstmal noch nichts, während unsere schwarzen Klingen sich jetzt um diese Kriegsbande hier kümmern, würde ich sagen. Das ist, glaube ich, in Ordnung. Okay. Und ihr rückt einfach noch weiter auf, damit wir hier schön das zuziehen können. Ach, im Moment gefällt mir das hervorragend, die Ausgangssituation. Ich hoffe, ihr könnt es ertragen, dass ich hier so ein bisschen viel pausiere, aber das kennen wir schon, das Thema. So, hier werde ich komplett reinreiten. Und wo sind jetzt die Plänkler? Feuern die schon? Ja, unter Beschuss. Sehr gut. Okay, dann haben wir hier die Speerkämpfer.
Ihr geht wohin? Hierhin. Ihr haltet einfach hier die Stellung. Und das sind Axtkämpfer. Die greifen jetzt einfach direkt an. Genau wie die auch. Jawohl. So. Und die Bogenschützen feuern weiter auf. Am besten die Axtinfanterie. Das ist ganz gut. Die haben, glaube ich, nicht so gute. Hier ist die Elite-Speerinfanterie. Die wird unangenehm werden. Das wird unangenehm werden. Also. Und Elite-Schwertinfanterie. Auch schwierig. Die haben alle diese guten Schilde. Naja, also die Mitte wird ein Problem werden. Sehe ich schon. Wir müssen dann von der Seite dann agieren. Kriegen wir aber hin, denke ich. Unser General wird angegriffen. So, prallen die Truppen aufeinander. Jetzt geht's richtig los. Ne, ihr solltet die Bogenschützen abwerfen, wenn ich so Quatsch machen. Rein da. Okay. Ja, die Bogenschützen, die sind mir ein bisschen zu nah dran geschehen. Und wir machen jetzt hier mal. Seht ihr, wir Nee. fliehen vor unserer Macht. Eifrigkeit. Eifrigkeit zu. Also in die Schlacht. Okay. So, hier müssen wir natürlich jetzt rein, ganz klar. Und der Rest kämpft tapfer. Das sieht im Moment nach wie vor gut aus. Die Armbrustschützen können hier noch hinten reinfeuern. Okay. Das ist wie gesagt das Problem. Hier müssen wir deshalb hier möglichst schnell fertig werden mit den Gegnern. Wir haben hier auch keine große Reserve. Feuert ihr da immer noch rein? Ich weiß gar nicht, ob das so gut ist oder ob das eher. Ich weiß nicht, wie das mit Friendly Fire hier ist. Also die gehen auf jeden Fall hinten rein. Das gefällt mir jetzt. Vielleicht sollten wir mal das Feuern ausschalten der Bogenschützen, beziehungsweise wir positionieren sie mal hier an die Seite. Ja, und schalten es mal aus. Ich will da keine unnötigen Verluste jetzt riskieren. Ach, schon wieder dieser blöde Baum, der im Weg ist. So. Okay, alles andere würde ich sagen, läuft. Beziehungsweise wir können die Plänkler, glaube ich, sogar noch hier besser positionieren, die dann von hinten noch reinwerfen. Die Kavallerie kümmert sich um die andere Kavallerie. Kann weitergehen. Gucken wir uns mal die Gefechte ein bisschen näher an. Hier sind unsere Axtkämpfer, hier sind unsere schwarzen Klingen. Genau, die haben jetzt hier. Die müssen wir jetzt in die Mitte ziehen, das ist jetzt wichtig. Aber schon der Gegner. Das läuft ja gut, Leute. Das heißt, wir können die gegen die Elite hier bringen. Ja, hervorragend. Okay. Sehr, sehr, sehr gut. Was haben wir hier? Ach, verdammt, Speerinfanterie ist hier. Bei der Kavallerie, da habe ich nicht aufgepasst. So, die fliehen. Hier sind die Elite-Speerkämpfer. Da ist dann unsere schwarze Klinge genau richtig. Hervorragend. Ihr kämpft hier noch weiter. Okay. Machen wir ganz kurz ein bisschen langsamer, damit wir auch nichts verpassen. Aber im Moment gefällt mir das. Hier ist es ein bisschen kritisch gerade, glaube ich. Hier müssen wir was tun. Und die kehren zurück, die Ostmänner. Jo. Hier stehen sie jetzt ein bisschen seitlich. Da lasse ich sie jetzt mal reinfeuern. Das ist dann in Ordnung. Okay. So, was ist jetzt hier los mit diesen komischen Speerkämpfern gewesen? Speerinfanterie, das ist jetzt. Das war ein Fehler. Mal wieder die Kavallerie nicht gut gesteuert. Die habe ich irgendwie völlig übersehen. Weiß nicht, was da passiert ist. Ja, das ist auch Speerinfanterie. Okay, die kommt aus dem Wald. Das ist nervig. So, die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Ja, das würde ich auch sagen. Zum Kampf bereit. Seht ihr, sie fliehen vor unserer Macht. Okay, hier sehe ich aber, jetzt kommen hier so ein paar Nachlässigkeiten rein. Hier gibt es Probleme. Hier müssen wir was tun. Die Plänkler. So, die sind hier immer noch im Kampf. Der Gegner kommt nämlich teilweise zurück. Da muss man immer aufpassen. So, die sind ja völlig vernichtet.
Wunderbar. Das heißt, wir können die Axtkämpfer hier hinziehen. Da haben die Schwerkämpfer offenbar noch Probleme. Und die schwarzen Klingen, die ziehen wir jetzt hier hinten noch mit rein. Zum Anführer. Und ihr geht gegen die. Oder hier an die Seite. Ja. Gut. Das sollte es aber jetzt wirklich gewesen sein. Kann man das vorher wieder einstellen. Ach nee, stopp. So, jetzt die schwarzen Klingen. Die machen den Chaos. Wie? Warum hat unser König jetzt da eingegriffen? So, hier sind noch einzelne Truppen, die sich wieder finden. Das ist natürlich unschön. Da müssen wir natürlich jetzt noch irgendwie die schwarzen Klingen einsetzen. So, was ist denn das hier? Okay, Sieg. Alles klar, aber wir sollten, glaube ich, jetzt die Feinde noch jagen, so gut das geht. Am besten mit Kavallerie. Vielleicht mit dem König, der aber ziemlich lahmarschig ist. So, hier müssen wir so viel wie möglich erledigen. Nicht, dass wir gegen die später nochmal ankämpfen. Das wäre unschön. Da erleiden wir jetzt keine Verluste gegen fliegende Speerkämpfer. Sollte eigentlich nicht der Fall sein. Was haben wir da drüben noch? Wichtig sind natürlich diese Elite-Einheiten. Haben wir da eine von? Nee, sehe ich jetzt nicht. Die haben wir offenbar voll vernichtet. Na los! Mach mal hin. Was für ein Gemetz. Für den Krieg gerüstet. Schreit die eigentlich rum. Macht sie nieder. So, die schwarzen Klingen sind auch irgendwie ganz schnell. Nein, nicht wirklich. Die Axtkämpfer, die sind schnell. Schneller zumindest. So. Die Schlacht wartet. Jeden abschlachten. Hier hinten sind noch weiter. Sowas. Ja, nun bewegt euch doch mal hier. Okay, ich denke, mit dem Rest haben wir Gnade. So. Das ist richtig gut gelaufen. 300.000. Jetzt habe ich schon wieder geschwabbelt während Ladezeit. Ich weiß nicht, was ihr gehört habt. Ich meinte, es ist ziemlich gut gelaufen. 386 eigene Verluste der Gegner. 1266. Sehr schön. Also die Taktik ist aufgegangen, muss man einfach mal so sagen. So, und nun? Ach so, wir müssen entscheiden, was wir machen. Einheitenverstärkung, Gefangene töten. Lösegeld. Einheitenverstärkung ist jetzt ehrlich gesagt gar nicht so wichtig. Ich würde sagen, wir nehmen mal Lösegeld. Okay. So. Der gute Rönnwald, der gegnerische General, ist gestorben. Und Miet erweitert, oder Might erweitert sich. Macht ein unbedeutendes irisches Königreich zum Vasallen. Aber welches? Könnten Sie einem das mal sagen? Wäre erfreulich. Desmuma? Kann das sein? Gucken wir uns mal an. Das ist jetzt wichtig für uns, was Might hier auch macht. Hier unten Desmuma. Vasallen.
zeigt er mir gar nicht an. Hm. Oder vielleicht ist das ein Prozess, der jetzt angefangen hat. Deswegen ist das noch nicht abgeschlossen. Okay, liebe Leute, auf jeden Fall ist die Sache, glaube ich, im Norden entschieden. Jetzt heißt es, so schnell wie möglich hier gewinnen, damit wir die Armee auch im Süden in Irland einsetzen können. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Steinballen.